Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Dr. Guido Steinberg, Nahostexperte von der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist zugeschaltet. Wir grüßen Sie. Ja, hallo. Herr Steinberg, wir wollen das mal Punkt für Punkt alles aufrollen. Haben Sie eine Erklärung, eine grundsätzliche Erklärung erstmal dafür, dass offenbar hochgefährliche Chemikalien jahrelang unbeaufsichtigt in einem Hafen rumliegen können? Wie kann sowas sein? Das ist der Libanon, das ist der Nahe Osten. Jeder, der sich ein bisschen in der Region auskennt, den wird das nicht wirklich überraschen. Der Libanon ist ein Land, das tatsächlich nicht funktioniert. Wir haben es mit einer politischen Elite zu tun, die vor allem korrupt ist und die dafür sorgt, dass ihre eigenen Anhänger versorgt werden. Ob da die Bevölkerung durch irgendwelche Säcke im Hafen gefährdet ist, interessiert nicht. Also dass diese Erklärung, wenn sie sich denn als zutreffend erweisen sollte, kommt mir zumindest plausibel vor. Die Lage im Libanon ist ja schon seit Jahren instabil. Das hat sich in den vergangenen Monaten noch verschlimmert. Corona-Krise, Wirtschaftskrise und jetzt eben diese Katastrophe. Was bedeutet das auch für das politische System? Das politische System ist unter Druck und es wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch etwas instabiler werden, als es das ohnehin war. Das liegt allerdings nicht nur an dieser Katastrophe in Beirut. Das liegt auch an einem anderen Ereignis, was am Freitag kommen wird. Für Freitag ist angekündigt, das Urteil im Mord, Mordfall des ehemaligen Ministerpräsidenten Hariri im Jahr 2005. Das internationale Tribunal in Den Haag hat das Urteil angekündigt und es wird erwartet, dass dort vier Hisbollah-Angehörige schuldig gesprochen werden. Und das war eigentlich das Ergebnis, das Ereignis, von dem viele Beobachter ausgegangen sind, dass es für Unruhe sorgen wird, dass es vielleicht auch zu Anschlägen kommen wird am Freitag und in den folgenden Wochen. Und Instabilität ist deshalb, mal ganz unabhängig von dieser Katastrophe, die Zukunft des Libanon in den nächsten Wochen und Monaten. Glauben Sie, dass die Hisbollah sich von solchen Ereignissen wie dem jetzt gestern dann einschüchtern lässt? Oder wollen Sie damit andeuten, dass es also noch viel schlimmer werden kann? Ich glaube, dass es tatsächlich noch viel schlimmer werden wird. Wir sehen schon seit langer Zeit, dass es zwei widerstreitende Lager gibt. Und diese Lager spiegeln so ein wenig den Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien in der Region wider. Auf der iranischen Seite haben wir die Hisbollah, die freie patriotische Bewegung des Präsidenten Michel Aoun, eines Christen, und die Amal-Miliz. Auf der anderen Seite haben wir eher pro-westliche, sunnitische und christliche Politiker. Die werden diese Katastrophe nun nutzen, um politische Punkte zu machen. Die von der Hisbollah unterstützte Regierung wird stark unter Druck geraten, weil sie sich natürlich hier als unfähig erwiesen hat. Und auf der anderen Seite werden die alles versuchen, diese Ereignisse den vorherigen Regierungen in die Schuhe zu schieben. Und das wird dazu führen, dass dieser innenpolitische Konflikt noch an Schärfe gewinnen wird. Infolge der Katastrophe, aber auch infolge des für Freitag erwarteten Urteils. Ja, und das Land hat ja auch sehr, sehr viele Flüchtlinge. Welche Rolle spielt das in dem Ganzen? Ja, interessanterweise wird die Frage der Flüchtlinge in den letzten Monaten gar nicht so sehr thematisiert im Land. Es gibt mindestens 1 Million Syrer, die sich dort aufhalten, bei einer Gesamtbevölkerung von so ungefähr 5 Millionen. Das ist eine ungeheure Last, aber seit Oktober dreht sich die Debatte vor allem um die Unfähigkeit der verschiedenen libanesischen Regierungen. Der ehemalige Ministerpräsident Hariri, also der Sohn des ermordeten Ministerpräsidenten Hariri, musste im Oktober schon zurücktreten. Die gegenwärtige Regierung ist unter Druck, weil es aufgrund der Wirtschaftskrise zu Protesten gekommen ist. Und diese Proteste sind erst im Oktober ausgebrochen und im Juni sind die wiederum eskaliert, trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Krise. Und das zeigt so ein bisschen, was das Hauptthema ist. Das Hauptthema ist nämlich die Unfähigkeit der Regierenden, die Korruption und jetzt auch die Wirtschaftskrise, die dazu führt, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt und auch Hunger schon verbreitet ist.
Und infolge der Katastrophe dürften sich ja einige Versorgungsengpässe einstellen. Also das wird auch ein neues Thema werden. Die Flüchtlinge stehen da so ein bisschen am Rande. Sie hungern, sie leiden, sie sind aber kein Akteur in der politischen Debatte. Sagt Dr. Guido Steinberg. Vielen lieben Dank für die vielen Informationen. Sehr gerne.